ihr könnt sehen, das sieht doch schon einigermaßen anständig aus. Und heute ist die Stunde der Wahrheit. Ich schwöre euch auf alles, was mir hoch und heilig ist. Wir haben noch nicht gestartet, ne? Nein. Alpi? So, also ihr seid jetzt wirklich das erste Mal live dabei, ob das Ding startet oder nicht. Wir haben mittlerweile schon viel gemacht. Ich zeige euch mal eben, was jetzt noch passiert ist. Dadurch, dass die Drehtage so versetzt sind, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles schon erzählt habe vorher, aber ich zeige euch mal eben, ja, wie weit wir jetzt sind. So, also, grundsätzlich ist jetzt soweit das angeschlossen, ne? All-Catch-Can, Ansaugung, Chargepipe, Wastegate, Wasserkühler, Ölkühler, Ladeluftkühler, Flüssigkeiten sind drin, Kühlwasser, Öl 10W60. Was haben wir noch gemacht, Boris, zwischendurch? Ey, krass, guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist auch schon angeschlossen. Genau. Zweiter Ölkühler. Da müssen wir natürlich gucken. Passt. Hast du schon probiert? Mhm. Ja, super, okay. Also doppelter Ölkühler, ne, weil mit Öltemperatur ist nicht zu spaßen. Gerade beim Driften immer Vollgas, immer Drehzahlbegrenzer. Und dann hast du noch ein Kabel gezogen, ne? Genau, ein Pluskabel vom Anlasser zur Batterie. Okay. Und jetzt dürfen wir wahrscheinlich starten, oder? Jetzt sollen wir starten. So, ich bin gespannt. Apropos, mein neues Fahrwerk ist da. Bierstein B16 Club Sport. Das werden wir hier noch montieren. Okay, Alpi, du musst jetzt mal die Kamera halten. Ich werde versuchen zu starten und Boris guckt, dass nichts in die Luft geht. Mhm. Oder? Mach mal los. Auspuffanlage haben wir noch keine, aber brauchen wir auch nicht. Dann probieren wir mal. Okay, ich bin gespannt, ob die Kiste starten wird. Du meinst es? Ich denke. So, also, wir haben keinen Strom. Also wir haben Strom, aber wir haben keine Zündung. Das heißt, wir werden jetzt erstmal eruieren müssen, warum wir keine Zündung haben. Also, habt ihr gesehen, angesprungen ist er noch nicht. Wir haben noch keine Zündung, aber es könnte auch sein, dass entweder das Auto den Schlüssel, also den Knochen nicht erkennt, oder dass der Knochen tatsächlich leer ist. Ich habe zu Hause noch einen, das werden wir dann morgen probieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird irgendwo im Kabelbaum ein Problem sein. Ja, müssen wir Fehler suchen und dann hoffentlich auch den Fehler finden. Aber es ist was angekommen, und zwar mein neues Bierstein B16 Clubsport Gewindefahrwerk. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, da ist es. Bierstein B16 Clubsport. Und Clubsport, meine Lieben, steht für Motorsport. Approved by Walter Röhrl. Ja, und ihr könnt es halt sehen, ne? Das ist halt wirklich das Nonplusultra, wenn es um Fahrwerkstechnik geht. Höhenverstellbar, Zug- und Druckstufe, Härteverstellbar, 10x10. Ja? Das heißt insgesamt 100 verschiedene Verstellmöglichkeiten. Plus natürlich die Höhe noch. Ne? Und ja, es ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, geiles Zeug. Anders kann man das einfach nicht sagen. Ja, die Wertigkeit, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wenn man es mal in die Hand nimmt, das ist einfach ultra brutal. Ne? Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Und ich bin froh, dass wir es einbauen können. Das werden wir jetzt mal langsam tun. Und dann werden wir gucken, dass wir natürlich hinten, ach, ich erzähle euch mal ein bisschen was zum Setup übrigens. Ja? So, jetzt werdet ihr euch fragen, ja, wie werden wir das abstimmen? Und warum Clubsport? Clubsportfahrwerk halt, weil die Verstellmöglichkeiten fast unendlich sind. Und wir wollen ja hinten Grip haben. Ne, beim Driften will man Grip haben, um Geschwindigkeit aufbauen zu können. Videobomb! um Geschwindigkeit aufbauen zu können. Wir wollen also Grip. Das heißt, wir werden hinten relativ weich fahren, vorne ein klein bisschen härter und werden dann halt, oh, das sieht so schön aus, guckt euch an, und werden halt dann gucken, dass wir das richtige Setup rausfahren werden. Jetzt gibt es noch einen ganz klitzekleinen Fahrwerksporn für euch und dann melde ich mich für euch gleich, für mich dann morgen wieder. Dann gucken wir mal, ob wir das Auto zum Laufen kriegen und ja, schauen, woran es denn letztendlich lag, warum der gerade eben nicht angesprungen ist, beziehungsweise warum wir keine Zündung haben. We'll be right back.
Freunde, es geht weiter mit meinem E92 N54 Drifter und ihr könnt sehen, er steht draußen. Im letzten Teil, oder weiß ich, ob das ein neuer Teil ist oder nicht, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, wir hatten kein 12 Volt. So, und wir haben auch selber wirklich lange nachgeguckt, ob wir da einen Fehler finden. Aber wir haben halt selber so viel zu tun hier auch, dass einfach die Zeit gefehlt hat. Immer abends ein bisschen, am Wochenende und so. Also habe ich mich dazu entschlossen, den zu jemandem zu bringen, der wirklich viel Ahnung von BMW hat und auch von Elektrik. Dicken Gruß an den Patrick übrigens, aus Basweiler. Dicken, fetten Gruß, danke. Und jetzt läuft er. Da waren ein paar Probleme mit dem Kabelbaum. Das haben wir nicht wir gemacht, sondern da, wo das Auto war in Litauen. Die haben natürlich den Kabelbaum ausgebaut, wieder eingebaut und beim Einbau haben sie ein paar Fehler gemacht. Gut, ist halt jetzt so. Aber jetzt läuft das Auto. Und wir werden jetzt mal starten. Und damit ihr mal seht, wie das so läuft. Abgasanlage ist keiner drunter, das heißt ab Downpipe nichts. Ich gehe jetzt gleich einen Hänger holen und dann fahre ich den am Hänger und dann fahre ich den zum Tim. Und der Tim baut mir dafür jetzt übers Wochenende eine Abgasanlage mit Sidepipes. Das ist dann später mehr. Und dann geht es dann auf den Prüfstand zu abstimmen und das wird interessant. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, ja, wie er läuft. So, da ist das gute Gerät. Ich mache die Haube jetzt nicht auf. Ich mache sie auf, ich lasse sie nicht offen, weil es ist so windig. Ich habe keinen Bock, dass mir gleich die GFK-Haube kaputt geht. Also hier Spezialwerkzeug, noch Holz. Dann ist natürlich der Balken hier, um die Haube noch festzuhalten. Das ist mega, mega windig. Guck mal, ich halte die gar nicht fest. Also da ist der Motor, ne? Und jetzt starten wir das gute Gerät mal. So, das ist auch alles. Zack. Übrigens, wer Lust hat, alles, was ihr aus GFK diese in dem Auto zu kaufen, wer vielleicht einen Drifter baut, meldet euch, denn alles kommt runter. Es kommt ein neues Kit drauf. Und zwar wird das weltweit das erste Bodykit sein von E92 Drifter, was ich kriegen werde. Mache ich in einer Kooperation mit Diverix Performance. Und ja, der baut jetzt gerade das erste Kit an einem Auto und das ist quasi das zweite. Kommt dann selber hierher und wird das an mein Fahrzeug dran bauen. Gibt natürlich auch ein Video von. Also alles, was ihr seht, was weiß ist, wird verkauft. Ne? Tür, Seitenwand, das ganze Pandem-Kit, Kofferraumdeckel, Stoßstange hinten. Das Dach übrigens auch, da kommt ein neues Dach drauf, das ist auch GFK. Haube, Kotflügel, alles. Also alles, was ihr seht, kommt runter, kommt ein neues Kit drauf. Wird auf jeden Fall auch richtig Baba. So, jetzt starten wir das ganze Mal, das Kfz. So. Zack. So, Not aus. So. Zack. Kupplung. Bremse. Das könnt ihr schon mal sehen. So. Ihr habt gesehen, auch keine 100.000 Warnlampen an, sondern nur Service Engine Zoom. Das ist aber deswegen, weil ich einen N20 T-Map-Sensor drin habe und der einen Fehler drin hat wegen dem Ladedrucksensor. Das programmiere ich aber raus, wenn ich es abstimme. Ja, abschließend, ihr könnt sehen, das Auto läuft. Und nochmal, heute Abend geht es zum Auspuffbauer, wird ein Auspuff gebaut. Und dann gibt es im nächsten Video, zeige ich euch die Abgasanlage und dann fangen wir an abzustimmen. Also, bleibt dran. Wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Subscribe, merken teil und bis zum nächsten Mal.